Hallo und willkommen zurück bei Monkey Island 3, also The Curse of Monkey Island. Oh, wir haben diese ganzen Porträts, die wir alle noch gar nicht betrachtet haben. Ist ein Schild an diesem Porträt. Darauf steht Captain Richard Squawkins. Es gab keinen abscheulicheren Knaben, bis wir ihm diese tolle Dauerwelle gaben. Ja, dann. Gut, auf zum nächsten Porträt. Captain Charles Vane, 7 Fuß groß, war unser Kapitän. Seine Spitzen sind gefärbt. Hättet ihr es gesehen? Naja, der war nicht so gut. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ja. Jack Rackaham. Um sein Aussehen gab der Gauner viel. Jack bevorzugte den glatten Stil. Wer ist das? Captain Steed Gromit. Er stritt und kämpfte hart. Treten und schlagen war seine Art. Dann kam er zum besten Friseur am Platze. Er ging raus und hatte eine Glatze. Thomas Lüstern. Er war gefährlich und sehr raffiniert. Und schön waren seine Haare glasiert. Jo. Edward Kreisch. Ging es um Rum, war Edward Kreisch vor gar nichts fies. Er trank eine ganze Flasche, während er sich die Haare kräuseln ließ. Und das letzte. Rachel Schrey. Diese Lady war bestimmt kein Debütant. Und mit Dutt am Kopf tötete sie 20 Mann rasant. Oh, das ist noch kein Gemälde. In liebevoller Erinnerung. Crackers. 1684 bis 1685. So, was haben wir denn hier? Briefbeschwerer. Captain Richelieu. Dem habe ich noch nicht geredet. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood. Ich verstehe. Und mir ist es egal. Ich bin ein mächtiger Pirat. Was soll das heißen? Ha! Ich meinte es, wie ich es sagte. Ha! Wenn du ein mächtiger Pirat bist, bin ich kahlköpfig. Das lässt sich einrichten. Ich bin mächtig genug, LeChuck zu schlagen. Zweimal! LeChuck? Ha! Auch wenn er tot ist, gibt es keine Entschuldigung für dieses Haar. Ja. Kann Leute natürlich auf eure Frisur reduzieren. Sie sind also Schiffskapitän, was? Nicht irgendein Schiffskapitän. Sag mir nicht, dass du noch nie von Captain René Richelieu gehört hast. Ich habe noch nie etwas von Ich bin Captain. ja nur der gerissenste und gefleckteste Kapitän, den es je in der Karibik gab. Würden Sie gerne in meine Mannschaft kommen? Ich? In deiner Mannschaft? Bitte lass mich nicht in hysterisches Gelächter ausbrechen, während dieser Answurst an meinem Aar arbeitet. Warum wollen Sie nicht in meine Mannschaft kommen? Ich diene unter keinem Mann oder Junge. Nur eine Sekunde. Wenn es irgendeinen Schatz zu finden gibt, bin ich der Mann, der ihn findet. Und ich werde absolut fantastisch aussehen, während ich das tue. Sehr eingebildet, der Typ. Nun, ich wollte Sie sowieso nicht in meiner Mannschaft haben. Das ist dein Problem. Und Junge, ab mit dem Pferdeschwanz. Er ist so altmodisch. Nee, den brauchen wir. Wussten Sie, dass Sie langsam grau werden? Das werde ich bestimmt nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, graue Haare stehen Ihnen. Es ist nicht, ich meine, natürlich werde ich. Aber darüber muss ich mir noch ein paar Jahre keine Gedanken machen. Genau. Wenn ich Sie wäre, würde ich mir mehr Sorgen über Haarspliss machen. Haarspliss? Ich muss dir sagen, dass ich schon Männer für weniger verleumderische Kommentare getötet habe. Ja, versuch's doch. Sie haben hier hinten eine Stelle, die kahl wird. Was? Das ist natürlich gelogen. Wenn Sie sagen, alles, was ich weiß, ist, dass hier hinten definitiv ein Glänzen zu sehen ist. Sie scheinen reizbar zu sein. Kommt das von Ihrer trockenen Kopfhaut? Meine Kopfhaut wird liebevoll mit den feinsten Cremes und Ölen der Welt massiert. Zweimal am Tag.
Das ist ein bisschen mehr, als ich wissen wollte. Deine belanglosen Sticheleien und Beleidigungen bedeuten mir nichts. Feuer! Rette euer Leben! Ich bin sicher, die Behörden haben die Situation wahrscheinlich unter Kontrolle. Nur für den Fall, Barbier. Mehr Feuchtigkeitscreme. Tollwütige Hunde sind los! Raus hier! Ich höre nichts. Da sind keine tollwütigen Hunde los. Das ist nur, was sie dich glauben machen wollen. Genau, indem sie ganz leise sind. Da ist ein axtschwingender Verrückter an der Tür! Flieht! Vielleicht solltest du dich selbst opfern, damit der Rest von uns gerettet wird. Hm. Die Rufe kommen aus dem Friseurladen. Ihr müsst sofort hinaus. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Lass uns allein. Ein Sturm kommt auf. Am besten setzen Sie sich in Bewegung. Es könnte ein Tornado sein. Dann bleibe ich ganz bestimmt drinnen. Die Feuchtigkeit schadet meinem Haar. Captain Röchelieu, Ihr Pieper. Schreib auf, wer es ist. Der lässt sich nicht davon abbringen, hier zu sitzen. Heutzutage gibt es gute Anti-Schuppen-Shampoos. Ich schlage vor, du gehst jetzt, bevor du mich zwingst, meine Ehre zu verteidigen. Wissen Sie, zu langes Sitzen kann ungesund sein. Es ist ein großes Risiko für die Herzkranzgefäße. Ich glaube, ein netter Trimtrab ist genau das, was Sie jetzt brauchen. Auf Sie! Geh weg! Oh nein, zu langes... Das haben wir schon gesagt. Sie scheinen beschäftigt zu sein. Ich komme später wieder. Tja, nein, wie ging das immer? Ach ja. So, wählen wir mal aus. Ups, jetzt weg. Er war zu schnell für mich. Jetzt, Heilige Pest! Sie sind von den Haardämonen besessen! Wovon redest du? Das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den sieben Meeren. Das ist gelogen. So wahr ich hier stehe, sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Guter Vergleich. Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Kahlmacher. Na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Nein, du wirst mein Haar ruinieren. Tschüss. Jetzt hat er Zeit für uns. Ahoi da, ich bin Guybrush Threepwood. Hier, um all deine bösen Piratenbedürfnisse zu befriedigen. Ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen, Guybrush. Ich bin Haggis McMutton vom Clan der McMutton. Wie bist du zum Piratenfriseur geworden? Ich verbrachte 10 Jahre an Bord der MS Unbeliebt, dem schnellsten Schiff der schottischen Marine. Und wie hat dir das geholfen, Piratenfriseur zu werden? Wir durchkämmten damit die Meere. Ah. Ja, der Witz ist alt. Also hast du diesen Salon eröffnet? Ei, aber nicht alleine. Ich begann das Haareschneiden so zu lieben, dass ich 2 meiner besten Freunde davon erzählte. Und die erzählten es auch 2 Freunden? Ei, und die erzählten es 2 Freunden und so weiter und so weiter. Dann wäre das Salon jetzt aber voll mit Freunden von Freunden. Ich möchte gerne mehr über sichere Arten des Haarersatzes wissen. Ach, sowas gibt es nicht. Es ist kein gutes Ding, der Natur ins Handwerk zu pfuschen. Ja, da hat er mal recht. An alle Extension-Tragenden da draußen, da hat er recht. Kennst du irgendwelche mitreißenden Piratengeschichten? Nun, da ist also die Geschichte vom Geheimnis von Bulky Island. Wir waren eine Mannschaft von 2 Männern unter dem Kommando von Big Jake McMoloch, dem mächtigsten Kapitän der Meere. Eines Nachts hörte Captain Jake im Hafen die Geschichte von einem riesigen Schatz, der irgendwo auf Bulky Island vergraben sein soll. Wir setzten Segel, erreichten die Insel innerhalb von 14 Tagen und fanden den Schatz am nächsten Morgen. Wow. Bulky Island? Wo liegt das? Du wirst es auf keiner Karte finden. Captain Jake nahm die Position des Schatzes mit ins Grab. Oh, es war ein wunderbarer Anblick. Eine gewaltige Kiste aus solidem Gold.
Big Jake sprang in das Loch und warf seine sehnigen Arme um die Kiste, nahm seinen Mumm zusammen, zählte bis drei, füllte seine Lungen und zog mit all seiner Kraft. Das Knacken seines Rückens ließ selbst die härtesten Männer seiner Besatzung das Gesicht verziehen. Bei Einbruch der Nacht lagen wir alle am Strand und wandten uns vor Schmerzen. Warum habt ihr nicht aus den Knien gestemmt? Das wäre was für Schwächlinge gewesen. Der Pirat Angus McAxe war uns nach Bulky Island gefolgt und wollte den Schatz für sich. Der Schwächling benutzte einen Hebel, schnappte sich die Kiste und lachte uns aus, während er sie zu seinem Schiff trug. Und mein stolzer Captain starb völlig verspannt, während er sich dafür verfluchte, dass er nicht stark genug war. Ja, oder intelligent genug. Würdest du gerne meiner Besatzung beitreten? Du scheinst in Ordnung zu sein, Guybrush. Aber kein Mann kann mir als Captain dienen, bevor er nicht meinen Respekt verdient hat. Und wie könnte ein Mann das anstellen? Indem er mich in einem jahrhundertealten Test der Stärke besiegt. Ein voll aufs Maul ohne Fluchtmöglichkeit im Käfigkampf auf Leben und Tod? Nein, ich rede vom traditionellen Highlander-Test der Stärke und der Männlichkeit. Dem Stammwurf. Ach so. Was um alles in der Welt ist ein Stammwurf? Der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Nimm das! Haggis, das ist mal ein ungewöhnlicher Name. Ich vermute schon, aber Haggis ist nur ein Spitzname. Mein richtiger Name ist Herz, Leber und Niere, gekocht im Magen des Tieres McMutton. Oh, deine Eltern hatten also ein Mädchen erwartet. Hi. Was ist denn das für ein blaues Zeug in dem Glas? Ah, der gute alte Kammsaft. Ist eine feurige Brühe, in deren vergorenen Schaum schon manch Seemann seinen Meister gefunden hat. Es verbrennt dir die Kehle, es sei denn, du spülst mit Haarfestiger nach. Okay. Ich könnte schon einen Haarschnitt gebrauchen. Setz dich, Bürschchen, und ich verpasse dir einen feinen Schnitt. Oh, ein Hebel. Ich fürchte, er schneidet mir ein Ohr ab, wenn ich aufstehe. Ich komme nicht ran. Ich stehe zu niedrig. Hier, wir haben einen Stein. Ach, hinweg mit diesem untauglichen Briefbeschwerer. Ich muss einen anderen finden. Aber was ist mit meinem Haarschnitt? Ich bin sofort wieder da, Jungchen. Gut. Seht ihr das, was ich sehe? Ach, pumpt noch mal ein bisschen mehr. Geht doch. Hier, nimm die mal. Ich habe die ganze Insel abgesucht und konnte keinen einzigen Stein finden, der als Briefbeschwerer geeignet ist. Ich sollte mir deinen Haarschnitt dann wohl mal näher betrachten. Gerade fällt mir ein, dass ich noch einen Termin habe. Oh, ich wollte dir außerdem gerade einen französischen Zopf machen. Glas mit Kim, kann man das mitnehmen? Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Okay, wir haben ja schon was von euch. Jetzt wirklich? Oh, ein Briefbeschwerer. Jo, was haben wir denn? Josh.